Australiens Regierung unternimmt einen weiteren Schritt, um die Koalas des Landes zu schützen. Statt als nur gefährdet, gelten die Beuteltiere nun offiziell als bedroht. Diese Neueinstufung gilt für die östlichen Bundesstaaten Australiens, New South Wales, Queensland und die Hauptstadtregion Canberra, wo der Lebensraum von Koalas durch Rodungen, Buschbränden und Dürren kontinuierlich eingeschränkt worden ist. Damit einhergehend sind laut Regierung beispiellose Schritte zum Schutz der Tiere. Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl von Koalas in diesem Teil Australiens innerhalb der vergangenen 20 Jahre um etwa die Hälfte gesunken ist, von 185.000 auf 92.000. Die Neueinstufung ist Tierschützern aber nicht weitreichend genug. Die Organisation Humane Society International warnt, Koalas an der australischen Ostküste könnten bereits im Jahr 2050 ausgestorben sein, sollte die Politik keine weiteren Schutzmaßnahmen ergreifen.